Sprich, das ist hier. Ja, super, jetzt komme ich wegen dem Zettel nicht mehr an dieses scheiß Symbol ran, doch jetzt. Dann müsste das ja irgendwie hier sein. Warte mal, ich versuche das gerade mal zu verstehen. Minus 5 und 3. Minus 5 und 3, warte. Das heißt, das hier hin. So, dann haben wir noch das X. 5 und minus 5. Minus 5 kriegen wir mit dem X aber gar nicht hin. Das heißt nämlich, das müsste ja auf der anderen Seite sein. Das heißt, es müsste hier sein irgendwo. Warte mal, lassen wir das X erstmal weg. Das hier muss auf 6 sein. Also relativ weit außen. Das wäre für mich in dem Fall so ja aber schon eigentlich fast richtig. 6 und 0 Achse ist es ja quasi, wenn ich jetzt nicht ganz falsch... Nee, warte, stopp. Das muss hoch. 6 und 0 Achse. Boah, das Rätsel ist mir gerade zu viel. Aber ich muss auch dazu sagen, ich bin schlecht grundsätzlich bei sowas. Also, ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht mal mehr. Das ist die X-Achse, das ist die Y-Achse. Oder umgedreht, ist das die X-Achse, das ist die Y. Ist wirklich lange her, Leute. Schule ist lange, lange, lange her. Viele Jahre. Ist das X und das Y? Warte. Der Logikweise würde ich ja behaupten, die müssen so angeordnet sein, dass die nichts anderes schneiden. Irgendwie so. Aber das ist nicht richtig. Theoretisch kannst du aber auch die beiden tauschen. Dann ist das hier und das hier. Die überschneiden sich dann aber. So. Das heißt, einmal so und einmal so. Das ist ja nicht so verkehrt. Es sei denn, das muss auch außerhalb sein. Aber das muss ja schon die Mitte bilden. So. Das könnte man genauso gut hier hin machen. Und das hier hin machen. Das scheint zu sein. Ich habe... Also es hat mit den Koordinaten zu tun. Ja, ich habe es jetzt einfach aufgrund der Aufhänglogik gemacht quasi. Habt ihr ja gesehen. Okay, sammle Blütenblätter. Aber schöne Rätsel an sich. Affenhirne. Jeder mag doch Affenhirne. Nice. Erstmal hier. Schade. Ich habe gedacht, wir können den erstmal schon mal schön aufhebeln, den Bruder. Ja, okay. Ich denke, wir müssen da einen Haken bauen oder so. Eine Blume. Wir sollen ja Blütenblätter sammeln. Okay, das ist aber falsch. Teilweise ist das Spiel so, what the fuck, was spiele ich hier gerade? Was mache ich hier gerade? Pikachu-Ohren, geil. Warte mal, mich würde eine Sache interessieren. Ist die Kappe immer die Kappe? Oder mischt man Sachen? Okay, die Kappe ist immer die Kappe. Ich will nur auf Nummer sicher gehen. Ist die Kappe wirklich immer die Kappe? Nicht, dass man hier die Dinger mischen muss. Okay. Lol. Ich denke aber schon, dass man eine Sache von hier mit einer Sache von hier kombinieren muss. Okay, das ist eine Pflanze auch. Das sind normale Haare. Wir brauchen ja Blütenblätter und so. Das ist der Haken. Jetzt müsste das doch gehen. Okay.
Tatsächlich ja. Auf der Suche nach den Haken. Sammle Affenhirn, alles klar. Spiel, alles klar. Ist das eine kranke Scheiße? Schweineinnereien. Oh, Porky, Porky, Porky. Wie, ich kann Porky nicht aufschneiden. Kann ich Porky so aufschneiden? Okay, ich kann Porky so aufschneiden. Oh, nice Tits. Oh, wieso kann ich nicht an den Titten spielen? Nice Tits. Schön raus da den alten Darm. Da können wir schön Wurst reinpressen. Das eigene Tier in sein eigenes Arschloch schieben. Der deutsche Traum. Geil. Ich meine, so ein Darm ist lang. Ich wollte gerade sagen. Das sieht jetzt aus wie ein Grinsen. Sammle Schweineinnereien, haben wir gemacht. Gut. Fischaugen. Die wir jetzt wahrscheinlich wieder in der Reihenfolge antippen müssen. Der Größe nach oder so. Oder der Farbe nach. Gelb und gelb. Memory, okay, verstehe. Also gelb, gelb. Das ist rot. Gelb, gelb. Rot, rot. Grün, grün. Blau, blau. Memory macht immer Spaß. Voll der mutierte Fisch. Also mich würde es wirklich nicht wundern, wenn das hier irgendwie aufgrund einer nuklearen Katastrophe alles passiert, was hier abgeht. Schildläuse, okay. Ah. Keine Ahnung, wie lange ich das machen muss, aber anscheinend eine kleine Weile. Ich weiß halt auch nicht, ob ich alle Tropfen fangen soll. Ah, shit, da habe ich schon welche verpasst. Ja. Ja, Bruder. Okay, war halt einfach nur ein paar Tropfen. Alter, wieso? Boah, ist das unangenehm. Ich habe die Tage erst ein Video gesehen, dass es wohl eine Fliege gibt, die ihre Maden im Ohr absetzen kann. Umso ekelhafter finde ich das gerade. I mean, what the fuck? Die Frage ist auch, müssen da alle rein, damit das ein schönes Getränk ergibt, oder? Vielleicht. Auf jeden Fall muss da eine gute Menge rein, wie scheint. Guck mal, wie die stacken, die lustigen kleinen Dinger. Wie traurig der daneben gefallen ist. Okay, nee, anscheinend muss man sich die Mühe machen und muss die komplette Hürde laufen. Und muss alles da reinklatschen. So, Deckel drauf, natürlich. Schön pürieren. Geil. Wer hätte da jetzt nicht Bock drauf? Auf die guten Schildläuse. Die Probe des Fischkopfkults. Solange das nicht wieder was mit Mathe zu tun hat. Verstehe. Die haben Symbole drauf. Das heißt, hier der muss das Symbol haben, der muss das Ups X haben. Der diesen komischen Kreis mit dem Punkt drin. Der das Dreieck. Der diesen Naruto-Kringel. Und der dann das hier.
Der Kult. Der coole Kult. Meine Eltern haben mir den Kopf gestreichelt und sehr, sehr sanft gesagt. Was haben sie denn gesagt? Das würde mich jetzt schon interessieren. Make-up. Alles klar, jetzt wird sich geschminkt. Geil. Ja, Hirn oder Darm? Hirn. Und Darm und im Hals oder was? Ja, Tatsache. Ah, ich hätte mir die Anordnung merken müssen einst. Das kommt wahrscheinlich hier rauf und das in die Ohren oder so. Ja, oder so. Auch okay für mich. Die Pupille. Ist das krank? Boah, ist das krank. Warum ich? Das frage ich mich auch, Bruder. Okay, Opfer. Also war das wahrscheinlich vorhin wohl einfach nur ein simpler Schreibfehler. Okay, die machen ein schönes Ritual für den Burschen. Okay, die drehen sich wieder normal um. Das muss anscheinend nach oben. Das kommt irgendwie hier hin oder so. Das würde ich sagen, kommt schon irgendwie hier hin. Warte mal. Das passt ja nicht zusammen. Das würde schon mehr oder weniger zusammengehen. Das würde ja hier zusammenpassen. Das passt für mich aktuell irgendwie nirgendwo hin. So, das passt hier hin, theoretisch. Das kann ich nicht drehen, alles klar. Das passt nicht zusammen. Warte. So rum. Wenn die wenigstens so bleiben würden, aber die drehen sich halt wieder weg. Das ist da. Das passt für mich hier irgendwie nirgendwo rein. Also wenn ich davon ausgehe, dass ich einen Kreis basteln soll. Warte mal. Das ist bestimmt auch wieder komplett offensichtlich, das Rätsel. Ich sehe es bloß wahrscheinlich gerade nicht. Das ist ja eigentlich nicht richtig. So. Was hier aber dran passt, ist irgendeins von den anderen vielleicht. Oder ich muss die wirklich so zusammensetzen, wie die jetzt sind. Aber ich kann die halt nicht verschieben. Also die drehen sich halt immer automatisch. Aber das muss für mich schon irgendwie so. Das ergibt für mich irgendwie Logik. Das muss. Nein. Das muss dahin. Für mein Verständnis. Man muss aber gedrückt halten, damit die sich drehen. Ich kann die aber nicht fixieren oder ähnliches. Warte mal, gib mir nochmal den Urstandszustand hiervon. Ich meine, im Hintergrund sieht man ja theoretisch das Logo irgendwie. Jetzt müssen wir halt nochmal das eine vorab machen, aber das macht ja nichts. Nee, doch nicht. Das wird uns sogar erspart. Das hier kann ich nicht verschieben. Das ist fix. So, das ist der. Der dreht sich so. Der dreht sich so. Der passt halt für mein Verständnis da unten drunter. Der dreht sich so. Der so. Ich komme halt irgendwie wieder zum selben Ergebnis, dass das für mich hier hingehört. Irgendwie. Das weiß ich noch nicht.
warte mal. Nimm den hier mal weg. Ich bin gerade echt am Grübeln. Ich weiß gerade nicht genau, was das Spiel von mir will. Weil was es halt schwer macht, ist, dass die, also dass die Symbole halt immer wieder kippen. Keine Ahnung, vielleicht muss man das auch irgendwie so anordnen. So. Ah, okay. Tatsache klickt das dann. Jetzt wissen wir es. Das heißt, jetzt können wir rumprobieren. Das ist erstmal über. Ah, okay, das hat sich da jetzt automatisch eingerastet, alles klar. Dann muss ich das hier einrasten, okay. Okay, es rastet automatisch ein, alles klar. Also dann doch simpler als gedacht. So, das ist wieder fix. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich nur gucken, wo das hier einrastet letztendlich. Oder die Sachen an sich. Das wird wahrscheinlich hier irgendwie hingehören, genau. Das könnte ich mir sogar vorstellen, ist hier schon fast richtig. Obwohl sich das so dreht, das gehört dann hier hin, genau. Das dreht sich so, das gehört dann hier hin. Yep. Das dreht sich einmal über den Kopf, gehört dementsprechend hier hin und dann gehört das dahin. Okay, wenn man das dann einmal gepeilt hat, dann geht es ja auch schnell. Ich finde, das war irgendwie so absurd mit den Fischen, weil das passt irgendwie so gar nicht rein. Okay. Ich überlebe, aber ich bin allein. Was spiele ich hier, Alter?